Guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen bei unserer Sendung hier aus der Rhein-Main-Halle in Wiesbaden. Zum fünften Mal heißt es, hätten Sie heute Zeit für uns. Zum fünften Mal hat das ZDF junge Künstler ausgesucht. Und ich habe die Freude, diese jungen Kollegen zu präsentieren. Ich kann Ihnen sagen, da hinter der Bühne, da geht es noch ganz schön zu, wie in einem Bienenstock. Da werden die letzten Vorbereitungen getroffen. Die anderen stehen schon richtig in den Startlöchern. Und Bühnenerfahrung haben sie zwar alle schon, die Freunde da hinten, aber mit den Erfolgen, naja, manchmal waren es größer, manchmal ein bisschen kleiner. Nervös sind auf alle Fälle alle heute Abend. Kunststück ist ja schließlich Ihre große Fernsehgala. Und das mit der Nervosität, ehrlich gesagt, das macht auch gar nichts. Das ist sogar ganz gut so, denn zu unserem Beruf, da gehört nun einfach das Premierenfieber. Vorhang auf! Du bist völlig siegesgewiss. Dann kommt der Moment, wo du schwankst. Und dann kommt das Publikum um die Angst. Du blickst ins Vorhang und voller Scheu. Und denkst drei Worte nur toi, toi, toi. Dann wirst du strahlen im Lichte stehen. In unserem Beruf, meine Damen und Herren, da gibt es kein Staatsexamen, da gibt es keine Diplome, da gibt es kein Abitur, da gibt es auch keine Meisterprüfung. Das Einzige, was zählt, das ist der Applaus. Und den kann man sich nicht kaufen, den kann man auch nicht bestellen, den gibt es nicht im Abonnement, den muss man sich jedes Mal wieder von Neuem verdienen. Die Ersten, die das versuchen wollen, sind drei junge Damen aus Frankfurt. Die Chris, die Christine und die Sandra. Sie nennen sich ST Rap, eine deutsch-amerikanische Formation. Und Sie stellen sich vor mit Ihrem ersten Schallplattentitel, den Sie aufgenommen haben, und der heißt Nimm die Finger weg. Jetzt ein Samstagabend, nachdem sie sich an der Disco bar. Sehe ich schräg gegenüber diesen Typen stehen, geh gleich hin, das ist doch klar. Na, was ist mit den zwei, kommst mit aufs Parkett und ich sehe ihn fragend an. Und ich glaub, er findet mich auch ganz nett, ja, so fing die Sache an. So, aha. So wie süpp, tüpp, tüda, tüda, da. So, aha. So wie süpp, tüpp, tüda, da. Hey, Schwester, Kleines, bitte aus nicht, ich zieh dir deine Haare lang. Verzieh dich mit deinem enges Gesicht und mach einen anderen an. Hey, hey, esse dich in diesem Ton, zweitens nicht mit mir. Wegen diesem Typ mach dir keine Illusion, der geht sowieso mit mir. Nimm die Finger weg, nimm die Finger weg, nimm die Finger von diesem Mann. Nimm die Finger weg, nimm die Finger weg und stell dich hinten an. Nimm die Finger weg, nimm die Finger weg, nimm die Finger von diesem Mann. Nimm die Finger weg, nimm die Finger weg und stell dich hinten an. Und wie die beiden sich so weiter streiten, hab ich mir den Typ gekrallt. Wir sind weg von der Bar auf die andere Seite. Oh Mensch, hab ich mich verknallt. Hör mal auf zu palabern, merkst du nicht? Der Typ sucht bei einer anderen Trost. Und wir beide stehen wie Pick-up herum. Ich glaub, jetzt geht es los. So, aha. So wie du, so, aha.
Subidubidubabidam. Ich seh die beiden schon rüberflitzen und denke, Mann, oh Mann, wie vor Eifersucht die Augen blitzen, ob das noch gut gehen kann. Hör mal her, kleine Schlampe, was bildest du dir ein? Dieser Typ gehört zu mir. Na, was glaubt ihr denn, ihr beiden Schnäppchen, er ist meinetwegen hier. So, aha. Sabidubabidu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 bid
Doch keiner weiß.
Ja, und das ist die Barbara Dennerlein. Barbara, bei dir darf man noch fragen, wie alt du bist. Sag doch, sei so lieb, sag. Ja, ich bin vor ein paar Wochen 19 geworden. Und seit wann spielst du schon Orgel? Ich spiele Orgel seit circa 8 Jahren, also ich habe mit 11 angefangen. Wunderbar, wie du da zurückrechnest, weil bin ich gar nicht so... Ich habe Mathematik-Leistungskurs gehabt. Ehrlich? Da wirst du ja, ich rutsch doch jetzt mal auf dieses Gerät aus, aber ist das das Stichwort für viel später, respektive der Stichton? Ja. Also zu den Füßen können wir später noch. Barbara, wie soll es denn jetzt bei dir weitergehen? Du hast im Sommer dein Abitur gemacht, im letzten Sommer. Und wie soll es jetzt weitergehen? Ja, ich möchte jetzt versuchen, Musik als Profi praktisch zu machen, weil es mir unheimlich Spaß macht. Und das ist eigentlich mein Ideal, wenn man sein Hobby zum Beruf machen kann. Und studiere nebenbei jetzt Musikwissenschaft und Musikpädagogik in München. Wenn du jetzt schon Auftritte hast, wie funktioniert denn das? Da kommen Leute zu dir und sagen, Barbara, spiel mal bei uns? Oder wo spielst du denn zum Beispiel? Ja, es ist ganz verschieden. Ich spiele sehr oft in kleineren Lokalen, vor allem in Jazzlokalen, mhm, und mache aber auch größere Auftritte, wie jetzt zum Beispiel hier oder in größeren Hallen eben Konzerte. Es ist ganz verschieden. Oder ich habe auf der Funkausstellung gespielt, also spiele auch auf Messen. Toll. Ich spiele ja selber Klavier und habe da manchmal meine liebe Not mit zwei Händen. Aber du spielst ja sozusagen mit allen Vieren. Und das war eigentlich dieses Stichwort. Denn da unten hast du Basstöne. Ja? Und jetzt führ doch mal bitte vor, wie das geht. Und weil ich finde, das schaut so gewaltig aus. Und so weiter. Und so weiter. Das war also ein Stück Toccata von Johann Sebastian Bach, nur mit den Füßen. Jetzt kommen also nicht nur die Füße, jetzt kommen auch noch die Hände dazu. Und vor allen Dingen kommt auch noch unser WDR Big Band Orchester mit Werner Müller dazu, Solistin Barbara Dennerlein. Thank you.
Unsere nächsten Gäste kommen aus Essen, Walter H.C. Meyer Pumpe. Die 1, 2, 3, 4, 5 haben sich in ihrem Programm neben anderem auch auf Lustiges spezialisiert und vom Liederschreiben übers Komponieren bis hin zum Plakatekleben, da tun die alles selber. Sie sind also richtig autark, hundertprozentige Selbstversorger. Viel Spaß, Walter H.C. Meyer Pumpe. Country-Star und werd auch keiner sein. Ich spiele Mundharmonika zu Hause ganz allein. Doch ich träume schon ne ganze Zeit von einer eigenen Band, mit der ich auf Tournee gehen kann und die bald jeder kennt. Schlagzeug, Bass, Gitarre, Fiddle, Pedal Steel, ein Kasten Bier, ne Bottle Whisky ist alles, was ich will. Und ne Bühne, nicht so riesig, doch auch nicht so klein. Und die Musik, die wir spielen, kann nur Country sein. Was mir besser gefällt. Und wenn ich mal gestorben bin und steh vorm Himmelstor und Petrus sagt, na alter Junge, was hast du jetzt vor? Willst du hier die Harfe oder die Schalmei? Und ich sag, hey Mann, ist denn nichts Besseres dabei? Gibt's denn hier im Himmel keine alten Country-Stars? Oder welche, die Hillbilly spielen, grad nur so zum Spaß. Da zeigt Petrus mir ne Wolke, mitten im Gefühl spielen Engel in Cowboy-Stiefeln und mit viel Gefühl. Spielt man sie. Auch im Fernsehen spielt man sie. Dann schlägt mein Magen Alarm, wenn ich am Wasser der Lippe nippe, revoltiert mein Darm. Als ich eins zum Baden in die Sieg schick, da kam ich mit nem Hautausschlag davon. Kürzlich trank ich ein Glas Wasser aus der Ruhrbrunn. 2 Wochen lag ich auf der Intensivstation. Ich steckte mein Bein in den Main rein und hatte Knochenfraß bis zum Knie. Bezahlte Killer werfen die Leute in die Ille, die Opfer sterben gleich an Diphtherie. Ein Malteser holte mich aus der Weser und brachte mich mit viel Schweiß zurück ins Leben. Doch tauchte ich unter im Moder der Oder, ich sag euch, würde ich als Engel zum Himmel schweben. Ich fuhr mit dem Wagen über Lech weg, die Dämpfe fraß mir unterm Arsch das Blech weg. Kerngesund ging ich baden in die Amper, als ich wieder rauskam, war ich im Todkranker. Wenn ich an der Wupper schnupper, dann schlägt mein Magen Alarm. Wenn ich am Wasser der Lippe nippe,
revoltiert mein Darm. Und das ist der Gary Lux. Gary, sag, wo du herkommst, bitte. Ja, geboren bin ich in Kingston, Ontario in Kanada. Wohnst aber jetzt in Wien? Wohne in Wien, ja. Wie alt warst du, als du nach Österreich gekommen bist? 4 Jahre. 4 Jahre. Ja, ja. Und seitdem bist du immer in Wien? Ja, ich bin jetzt 24, also 20 Jahre in Wien. Für die Mädels, ja. Die werden sich interessieren, wenn du gut ausschaut wie der Gary. Also jetzt, Gary, du singst in deutscher Sprache, klar. Ja. Ist quasi deine Muttersprache. Ja, es ist sogar das erste Lied, das Mundart. Mhm. Naja, jetzt hast du natürlich von uns allen schon die meisten Menschen mal auf einmal am Bildschirm zu Hause versammelt. Und zwar hast du in München beim Song Contest, beim Grand Prix Eurovision de la Chanson mitgemacht, und zwar bei der Gruppe West End. Was ist das für ein Gefühl, wenn man da draußen steht und weiß, jetzt sind aber Millionen draußen und schauen mir zu? Es wird Gott sei Dank nicht bewusst, es ist hintergründig. Man denkt nicht daran, dass so viele Leute sind, weil sonst wäre die Aufregung unheimlich groß. Ne? Mhm. Das war sowieso, aber wenn ich gedacht hätte, dass da, ich glaube 500 Millionen Zuseher sind, ich glaube. Dann habe ich noch eine andere Frage, weil ich habe mal früher selber im Trio gespielt und dann irgendwann hat mich einer gehört und gesagt, Michael, jetzt mach du mal alleine. Das ist ein bisschen ein seltsames Gefühl. Wie fühlst du dich, wenn du jetzt, du warst ja auch die Gruppe gewöhnt und jetzt bist du plötzlich hier alleine als Solist. Ist das anders? Na, es ist schon anders. Ja, das ist die Belastung ist jetzt nicht aufgeteilt, sondern man ist es eben selbst. Ne? Naja, aber so ganz allein bist du ja nicht. Du hast deinen Flügel hier dabei und singst jetzt als erstes mit gebrochenen Flügeln. Gary Lux. Bist immer noch wach, mach die Augen zu und denk nimmer nach, es ist kein der Flur. Der Wind hat sie gelegt und bald scheint die Sonne am Vögel dich weckt. Du, ich jag's gleich davon, schlaf noch ein bisschen, ich mach einen Kaffee und dann schauen wir weiter. Wenigstens an, du, ich wünsch dir viel Glück. Die Vögel sind rauf, auf den obersten Ast. Du pass auf dich auf, wannst mich schon nicht lasst. Der Weg, der ist gefährlich und du bist nicht gesund. Bleib, bitte bleib. Du, ich halte die Damm mit Brocken.
Dankeschön. Es war viel zu schön, um wahr zu sein. Wir sagten ja und meinten nein. Es war der Anfang schon ein Ende. Manche Wege führen nie zum Ziel. Es blieb so wenig von so viel. Von unseren Träumen. Denk doch an die schöne Zeit zurück. Sie war so kurz wie unser Glück. Was blieb ist still und schweigen. Doch viele Worte blieben ungesagt. Den Abschied haben wir vertagt. Glück ist nur ein Wort. Es blieb ein unerfüllter Traum. Ein Spiegelbild der Fantasie. Die Sehnsucht, sie erfüllt sich nie. Es ist zu spät, neu zu beginnen. Wenn man seine Einsamkeit schon spielt, aus Angst Gewissheit endlich wird, dann gibt es nichts mehr zu gewinnen. Das Vergessen, was jetzt noch besteht, ist es zu früh, doch auch zu spät, neu zu beginnen. Unser Spiel war nie von Tränen frei. Bevor es begann, war es vorbei. Wir haben gegen uns verloren. Doch nie verlierst du, was du niemals hast. Und die Erinnerung verblasst. Glück ist nur ein Und nun kommen Tenement Funsters. Ja, Sie haben richtig gehört, ein etwas seltsamer Name. Ich habe mal den Wolfgang Jensen und den Joachim Bartels gefragt, warum sie sich denn diesen Namen ausgerechnet zugelegt haben. Dann haben sie mir erklärt, Tenement kommt aus dem Englischen und heißt so viel wie Altbau und Funsters heißt Spaßmacher. Und sie haben sich aus dem Grund so genannt, weil sie möchten ein bisschen Farbe in den grauen Großstadtalltag bringen. Die beiden kommen aus Hamburg-Harburg und ziehen schon seit einiger Zeit mit ihrer lustigen Show, mit ihrer Comedy-Show über die Lande. Mit recht großem Erfolg. Sie werden gleich merken, warum. Viel Vergnügen mit Tenement Funsters. Leichter Wein. Thank you.
Wein, ein schwerer Wein. Wein, ein lieblicher Wein. Wein, ein herber Wein. Thank you.
sonst noch ein anderer Wein sein? Noch einer? Mein Gott, erst trinke ich einen Wein, dann fliege ich hoch, dann bang, auf den Fußboden, dann kommt an und dann bang, 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 bang. Und dann fragt er mich, ob ich noch einen Wein möchte. Nein, ich möchte keinen Wein mehr. Ein kühles Bier vielleicht. Höchstens ein kühles Bier, aber keinen von Ihren Weinen mehr. Danke, nein, ist lang. Ein kühles Bier. Die Gruppe Rocco besteht aus Chorsängerinnen und Musikern, die in erster Linie im Studio bisher gearbeitet haben. Und wenn man so gut ist wie unsere Freunde, dann bedeutet das jeden Tag in einem anderen Musikstudio, manchmal sogar mehrere Termine an einem Tag. Erstens nervt es ganz schön und zweitens ist es ein ziemlich undankbarer Job, denn den Erfolg, den heimst meistens nur der ein, der vorne im Rampenlicht steht. Das muss geändert werden, haben die sich gedacht und jetzt haben sie es auch geschafft. Jetzt steht ihr Name nicht mehr irgendwo hinten klein auf dem Plattencover, sondern ganz groß vorne auf der Plattenhülle drauf. Hier sind Rocco und hier ist Call Me Tonight. Telephone, you know my mind ain't clear.
Und jetzt kommen wir zu Widerwillen, aber mit IE geschrieben. So nennen sich nämlich unsere nächsten Gäste, die aus Berlin kommen. Bei Widerwillen gab es mal wieder ein ganz großes Problem, denn ihr Programm ist so umfangreich und so abwechslungsreich, dass es schwer fiel, sich für den heutigen Abend nur einen einzigen Titel auszusuchen, mit dem man sich eben hier vorstellen wollte. Schließlich fiel die Wahl auf ein hochwissenschaftliches Thema. Zuerst dachte ich ja noch, das wäre eine Grippe. Doch dann sah ich im Spiegel mein Gerippe. Und als ich dann in meine dunklen Augenhöhlen sah, da wurde mir mit einem Male klar. Ich hab Uran im Urin, da hilft ein Aspirin. Ich muss zur Kur in die Natur, in den Harz, sagt der Arzt. Das Ganze ist mir ungeheuer peinlich, denn eigentlich bin ich doch sehr reinlich. Unheimlich, das muss ich ja auch sein, weil ich ein Kernphysiker bin. Und wenn Kernphysiker schmutzig wären, wo gehen wir denn dahin? Ich hab Uran im Urin, da hilft kein Aspirin. Ich muss zur Kur in die Natur, in den Harz, sagt der Arzt. Das Ganze muss wohl neulich im Labor geschehen sein. Ich machte grad Versuche mit nem hochaktiven Stein. Ich möchte bei der Arbeit meine Frühstücksstullen nicht missen. Da hab ich wohl versehentlich in diesen Stein gebissen. Ich hab Uran im Urin, da hilft kein Aspirin. Ich muss zur Kur in die Natur, in den Harz, sagt der Arzt. Ich fuhr dann auch zur Kur, da musste ich Sprudelwasser trinken und nachmittags in kochend heißer Jodtinktur versinken. Es hatte keinen Zweck, ich kriegte Ausschlagpickelfalten und eine Woche später fing mein Arsch sich an zu spalten. Ich hab Uran im Urin, da hilft kein Aspirin. Ich muss zur Kur in die Natur, in den Harz, sagt der Arzt. Mein Chef hat mich entlassen, ich kann den Mann verstehen. Ein durchsichtiger Kernphysiker wird nicht gern gesehen. Ich habe auch keine Lust, ständig zum Arbeitsamt zu laufen. Ich werde mich als Brennstab an ein Kernkraftwerk verkaufen. Ich hab Uran im Urin, da hilft kein Aspirin. Ich muss zur Kur in die Natur, in den Harz, sagt der Arzt. Ich hab Uran im Urin, da hilft kein Aspirin. Ich muss zur Kur in die Natur, in den Harz, sagt der Arzt. Ich hab Uran im Urin, Uran im Urin, Uran im Urin, Uran. So, und ich bin hier wieder in meinem Oldtimer. Den habe ich mir nämlich gewünscht. Da ist wenigstens einer älter hier im Studio als ich. So, Stefanie Werger kommt aus Graz. Neulich hat sie sich mal als ein ältliches Mädchen bezeichnet, das sich immer schön brav hinten angestellt hat und das mittlerweile längst die Hoffnung aufgegeben hatte, doch noch mal dran zu kommen. Seit sie aber ihre Lieder selber schreibt, seit sie selber textet, seit sie sich ihren Frust so richtig von der Seele singen kann, seitdem ist plötzlich der Erfolg da. In Österreich ist sie längst viel mehr als nur ein Geheimtipp. Bilden Sie sich jetzt Ihr Urteil über Stefanie Werger. Die letzten 10 Jahre sind so schnell vergangen. Und es ist so viel passiert mit mir. Was kann man vor 10 Jahren mehr verlangen, als dass ich mich nicht fühl anders fühl als früher. Dazwischen liegen 1000 Zigaretten und die Stimme ist hasrig geworden.
verschenkte Nächte in diversen Betten und im Gesicht die ersten Spuren, dass das nicht gesund war, was ich eh, aber es war schön, es war schön. Man hat sie arrangiert, man denkt sie Sachen, auch ganz banale, und hat sie von viel distanziert. Man weiß genau, einmal wird's aussehen, und man trinkt den letzten Schluck. Einmal steht's dann über Kopf des Hauses. Eigentlich bleibt nicht viel zurück. Irgendwann wird's nimmer weitergehen. Aber es war schön. Es war ob mein Lebensweg nicht nur ein großer Irrtum war. Die Konturen sind verwischt, mein Selbstvertrauen erlischt. Ich find mich selber undefinierbar. Wann ich in Freundeskreisen trotzdem nur allein bin, weil ich eigentlich nirgendwo daheim bin. Wenn der Frust sich wieder Brat macht, weil mein Spiegelbild mich auslacht, dann schmeißt er dir am liebsten alles hin. Aber wenn ich dann wieder oben stehe, im harschen Scheinwerferlicht, wenn der Schweiß in meine Haare fährt und eine rinnt ins Gesicht, wenn meine Hammer an mir die Musik geben, dann spüre ich in mir wieder Leben, dann spüre ich mit mir geschehen, so stark als ihr Erdbeben. Wenn ich das, was ich sagen muss, laut und aus euch ausschreie, dann bin ich frei. Danach gibt's eine Sauferei und ich bin wie immer dabei. Dann sagt man mir wieder, Mädel, heut warst gut. Es folgen 100 liebe Sprüche und stärken meine Psyche. Man zahlt mir herum, einmal da und einmal dort. Aber der Morgen lässt sich nicht vermeiden und heim geh ich meistens allein. Der Abend läuft noch einmal an wie ein schöner Traum. Nur mein Zimmer erscheint mir so leer, die Umstellung fällt mir schwer und manchmal kommt sogar vor, dass ich wann. Im heißen Scheinwerferlicht,
und ein Schweiß in meine Haarfurt und eine Rind ins Gesicht, war meine Hand an mir die Musik geht. Dann spür ich in mir wieder nicht, dann spür ich's mit mir geschehen. So stark als wir ein Leben, weil ich das, was ich sagen muss, laut und aus, ich aus dem Schwein. Dann bin ich Wir haben in unserer Sendung schon öfters mal das Klischee vom sturen, strengen, autoritären Pauker widerlegen können. Wir haben hier schon Lehrer vorgestellt als Liedermacher, Mundartdichter, Kabarettisten oder auch als Rocksänger. Auch heute haben wir wieder einen richtigen Pauker da. Ist der Martin Williams. Er unterrichtet Deutsch und Englisch und ist aus Hannover zu uns gekommen. Dankeschön. Jesus walked that lonesome valley. Lonesome valley. He had to walk it by himself. All by himself. Nobody else could walk it for him. All alone now. He had to walk it by himself. Lead on the little now, she's my baby. Lead on the little now, I don't need a baby. Lead on the little now. Schau noch, das soll denn der lernen. Ja, also eigentlich wäre das meine Frage. Was fällt dir ein, meinen Auftritt zu verderben? Ja, wie kommst du denn darauf? Ja. Ich sollte ja nur mitsingen, hast du was dagegen? Allerdings. Du bringst die Lieder durcheinander. Und außerdem bist du gar nicht vorgesehen. Ich sollte alleine singen. Davon hast du ja keine Ahnung. Das denkst du vielleicht, aber ich kann dir eines sagen. Ich habe sogar schon als ganz kleines Kind in der Kirche gesungen. Ja, ja, die Leute sind ja wohl zum anderen Glauben übergetreten, was? Danke. Und ich werde wahrscheinlich eine neue Gitarre kaufen müssen. Also, dass ich ausgerechnet heute von einem hochgradig Verrückten heimgesucht werden muss. Ja, warum lachst du denn so dämlich? Naja, du stehst da, redest mit einer Gitarre und ich soll verrückt sein. Ja. Also verrückt oder nicht, ich kann deine Dienste nicht gebrauchen, wenn du nur diese Bemerkungen auf Lager hast. Ich kann auch viel mehr. Ja, was denn? Ich bin ja Hellseher. Toll. Soll ich dir deine Zukunft voraussagen? Also wenn du das wirklich könntest, wäre schon fantastisch, ja. Ja, das kostet aber 20 Mark. Pass auf, so viel Geld habe ich heute nicht bei mir. Ich habe 10 Mark. Ja, dann gibst du mir die 10 Mark als Anzahlung und den Rest kriege ich später. Gut, also soll ich das Geld in die Gitarre stecken? Ja. Na schön. Also, 10 Mark? Danke. Ja, bitte, jetzt erzählst du mir meine Zukunft. Ja, jetzt darfst du 2 Fragen stellen. Hab ich das richtig verstanden? Ich gebe dir 10 Mark, später nochmal 10 Mark und dafür darf ich nur 2 Fragen stellen? Jawohl. Zweite Frage. Du Lümmel! Also ich verzichte auf deine blöde zweite Frage, aber dafür kannst du jetzt endlich mal ein bisschen arbeiten für das Geld, ne? Ja, also arbeiten? Ja. Pass auf, wir arbeiten zusammen, das heißt, ich dachte, du könntest mal ein Lied singen und ich begleite dich so auf der Gitarre. Da muss ich erst mal einen trinken. Ja, trink mal einen, aber bitte trink zu, wir haben wenig Zeit. Also Prost. Prost. Zum Wohl. Zum Wohl. Prost. Prost. Zum Wohl. Ja, zum Wohl. Prost. Ja, ja. Zum Wohl. Zum Wohl. Sag mal, kannst du wirklich in dem Zustand singen? Ja. Am allerbesten. Ja, das hoffe ich auch, denn ich wollte gerne einen ganz besonderen Titel vorspielen. Ja, da steht auch das ganze Lied, nicht nur den Titel. Ach, das ist ja toll. Sagt man so. Ist ja falsch. Ja, ja, aber...
ich meinte, ich spiele jetzt ein Lied, ein Country-Western-Lied, ja? Und zwar heißt das Ding Cotton Fields, Cotton Fields. Kennst du das? Ja, das ist das mit den Baumwurzeln. Ja, genau, genau, sowas ist es. Aber ich spiele jetzt eine ganz besondere Einleitung und da musst du etwas aufpassen, denn nachdem ich 5 Bassseiten hintereinander spiele, bist du dran, ja? Also 5 Bassseiten ganz schnell hintereinander, dann fängst du an. Also Cotton Fields. Das waren die 5 Bassseiten. Ich versuche es nochmal. Aufpassen. Leicht dran. Du warst 2-mal dran. So. Ja. War ich gut. Du hast den Einsatz verpasst. Also pass auf, wir machen das jetzt nochmal. Ich spiele einen Akkord, du fängst an, ich folge, aber bitte warte nicht so lange, ja? Cotton Fields. Irgendwann. Kann losgehen. Just a little bitty lady, I'm on the window rock of the in the cradle in those old cotton fields back home. When I was just a little, then my daddy would take me on his shoulder in those old cotton fields back home. Zu schnell. Was? Moment mal, das ist genau das richtige Tempo. Aber das kann ich nicht. Hast du vielleicht einen besseren Vorschlag? Naja, kennst du das Lied, mein Vater war ein Wandersmann mit Echo? Ich kenne das Volkslied, mein Vater war ein Wandersmann, aber meines Wissens ist von einem Echo überhaupt nicht die Rede. Naja, also das mache ich ja selber. Ne, toll. Wie machst du das Echo? Also zunächst einmal komme ich ganz nah ans Loch, damit meine Stimme etwas deutlicher wird. Toll. Ja, und dann, wenn ich jetzt eine Strophe gesungen habe. Ja? Ja, dann musst du die Hand nur auf den Loch halten. So. Ja, genau, so. Ja, schön. Und was mache ich jetzt? Nimm die Hand weg. Was? Nimm die Hand weg, ich kann ja gar nicht atmen. Das ist ja furchtbar hier drin. Entschuldigung. Ja, also. Also ich glaube, ich habe es verstanden. Danke. Also. Ich glaube, ich habe verstanden. Also ich spiele jetzt das Lied und bei der Strophe lege ich die Hand drauf. Du machst dann Echo dann, ne? Damit. Genau. Also wir fangen an. Ich habe das noch nie gespielt. Du musst mir sagen, was richtig ist. Geht schon, geht schon. Na schön, also gut. Denn du kannst ja jederzeit anfangen. Mein Vater war ein Wandersmann und mir steckt auch ins Blut. Drum wandere ich so, solange ich kann und schränke meinen Hut. Jetzt geht's los mit der Strophe. Ja, ich weiß, ich weiß. Langsamer. So. Salderie, Salderie, und schränke meinen Hut. Danke. Martin, 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 komm doch noch mal bitte. Ich muss das jetzt mal doch nochmal machen, muss es erklären, denn als der Martin hier bei uns seine erste Probe absolviert hat, da haben so viele, selbst von den Fachleuten, daran geglaubt, dass da irgendwo was mit einem Trick gemacht wurde. Und ich muss jetzt, möchte es allen wirklich noch einmal bestätigen, da ist kein Trick mit im Spiel. Der Martin ist nicht mehr und nicht weniger als ein hervorragender Bauchredner. Dankeschön, aber wo war man? Wobei man natürlich sagen kann, dass das eigentlich von jedem zu erlernen ist. Also das ist eine Sache, die man tatsächlich üben kann. Es gibt gewisse Anleitungen und das ist zu lernen. Normalerweise haben die Bauchredner ja immer so eine Puppe dabei oder irgendeine Fantasiefigur und die lassen sie dann sprechen. Du hast es eben, machst es eben mit der Gitarre. Also das stimmt, das ist fast eine Art Puppenspiel geworden und dazu muss ich sagen, ich arbeite sehr gerne mit Puppen, aber im Prinzip kann man die Stimme aus allen möglichen Gegenständen erschallen lassen, man kann sogar andere Menschen sprechen lassen, wenn sie mitspielen, man könnte zum Beispiel jemand aus dem Publikum auf die Bühne bitten und das genau das Gleiche machen. Vielleicht soll ich schnell selber machen, weil so viel Zeit haben wir gar nicht mehr. Also wie geht es jetzt? Ja, dann komme ich etwas näher hier
Und dann gibst du mir die Hand und bei jedem Druckzeichen machst du den Mund einmal auf und einmal zu. Wir proben mal, ne? Wunderbar, wunderbar. Also jetzt geht's los. Machen wir? Okay. Also Martin, die Sendung muss ja schließlich die Seite gehen. Also hau ab, geh nach Hause, mach deine Hausaufgaben, verschwinde. Ja, ist klar, ist klar. Martin Williams aus Hannover. Meine Damen und Herren, ich weiß nicht, ob Sie sich vielleicht noch an die Geschichte des Films Lilly erinnern. Von dem Mädchen aus der Kleinstadt, das auf den Rummelplatz kommt und dort ganz verzaubert wird von den Jongleuren, von den Gauklern, von den Artisten. Am Schluss verliebt sie sich dann noch in den Puppenspieler. Leslie Caron und Mel Ferrer spielten damals die Hauptrollen und nach dem Film Lilly gab es dann später das Broadway-Musical Carnival. Meistens ist es ja umgekehrt, da gibt es erst das Musical und dann den Film. Okay, auf alle Fälle, in dem Fall war es umgekehrt und unser Musical-Ensemble, das jetzt gleich kommt, hat sich Melodien aus dem Broadway-Musical Carnival ausgesucht. Unterstützt werden die 6 Tänzer, Sänger, Schauspieler von Mitgliedern der Gruppe Traumfabrik, alles Sportstudentinnen und Sportstudenten aus Regensburg. Viel Vergnügen mit Melodien aus Carnival. Die echte, fantastische Mystik arabischer Nächte. Sie stehen und schauen, wir ernten Erstaunen und Jubel im weitesten Europa. Und sind bestens im Orient bekannt. Ich komm aus dem Städtchen Mira. Bei den Brücken von St. Clair. Sie haben nie gehört von Mira. Sie ist winzig, doch ich komm daher. Das Gras ist dort besonders grün, der Schnee besonders weiß. Das Schönste aber war an Mira. An jeder wusste, man stelle sich das vor, man stelle sich das vor. Jeder wusste, wie ich heiß. Mit der roten Mantilla, Kastanien, Kipp-Kapp, mach ich Tiki-Tiki-Tom, Tom-Tom-Tom, Tiki-Tiki-Tom. Und das bringt in Sevilla die Tournee raus auf Fram. Yum, yum, Tiki-Tiki-Tom, Tom-Tom. Ich bring Spanier sofort zu Ekstase, da sie rasen. Beim Jom, Tiki, Tiki, Tom, mir ist Tango zu langsam, Tarantella zu schnell. Ich mach nur Tiki, Tiki, Tom, Tom, ja nur Tiki, Tiki, Tom, ja nur Tiki, Tiki, Tom, 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 olé. Magisch, magisch, alle Welt ist magisch, Liebe ist ein Trick. Jahre sind ein Augenblick, unser Globus, Ritter Hokus Pokus. Lassen Sie die Titanic voller Magik ist die Welt. Bitte sehr, bitte gern. Eine Dame, einen Herrn, etwas näher, nicht so fern. Seht, was Kunst ist, wenn's auch blauer Dunst ist. Bitte, 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 Mut, Gedanken, so wie Sie sollen sehen, die Augen trügen. Gönnen Sie mir das Vergnügen, Sie von diesem netten Hütchen zu befreien. Ja, der Hut ist wunderschön, doch ich kann es nicht verstehen. Warum tun Sie ein Aquarium hinein? Kleine
kleine Fische, lauter feine kleine Fische. Ja, wo hat er die gehabt? Einmal Hokus und es klappt. Und inzwischen kann man frische Fische fischen. Magisch, magisch, alle Welt ist magisch. Leben ist ein Trick, Ewigkeit ein Augenblick. Unser Globus regiert der Hokus Pokus. Lassen Sie die Tragik voller Panik ist die Welt. Hier ein Herr, den ich beneide, dieser Binder, reine Seide, dieser Anzug ist der Mode sehr bewusst. Dieser Herr kennt Stil und Sitten, nur um eines muss ich bitten, feine Herren zeigen nie die nackte Brust. Sein Hemd war einfach weg, sogar ohne jeden Schreck. Wer zaubert schöner, sauberer, er ist der beste Zauberer. Krawatte blieb am Fleck, das Hemd war weg. Magisch, magisch, alle Welt ist magisch, Leben ist ein Trick. Ewigkeit ein Augenblick, unseren Globus regiert der Hokus Pokus. Lassen Sie die Tragik voller Panik ist die Welt. Reste einer hingegangenen Zeit, da zählte die Romantik noch zur echten Männlichkeit. Da hielten alle Ritter noch bei Liebe und bei Leid. Rose Mantel und Degen bereit. Wer träumt denn noch von Rosen, diese Tage sind vorbei. Wer hat denn noch Romantik und wer hat denn nachts um zwei? Beim Aufstieg am Balkone und bei süßer Tändelei. Rose Mantel und Degen dabei. Sie sind fort, so will es scheinen. Hin und wieder sieht man einen. Doch die passen leider nicht mehr in die Zeit. Poesie und Seelenadel finden Ironie und Tadel. Helden sterben an der Futtersachlichkeit. Wo sind die Musketiere und wo ist ein Don Juan? Die Donjas vegetieren, denn nach Stieren stiert der Mann. Auch Neapolitaner stehen heute nur auf Parmesan. Rose Mantel und Degen ein Fahnen. Ich euch sehe, lächle ich verschmitzt und etwas stolz. Dann fühle ich genau, ich bin geschnitzt aus anderem Holz. Der für die Liebste sterben kann, gesetzt den Fall, sie wollt's. Ich kämme ihr das Haar sogar und wärme ihr den Wein. Ich mache in der Liebesnacht Fassadenklettereien. Spiel ihre Hand und erobert wird sie sein. Aber sagt sie nein. Ha, 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 bleib ich allein. Sag, was
uralt und immer noch schöner die Krieg. Der Zirkus auf Wanderschaft, Zirkus der Wunderschaft, Sensationen, Artisten, Magie und außerdem die Menagerie. Der Grande Ferial, Cirque de Paris. Cirque de Paris. Cirque de Paris. Uralt und immer noch schöner die Krieg. Der Zirkus auf Wanderschaft, Zirkus der Wunderschaft. Sensationen, Artisten, Magie und außerdem die Menagerie. Eine Show voll Power und schönem Shishi, aber der Cirque de Paris. Der Grande Ferial, Cirque de Paris, Cirque de Paris, Cirque de Paris. Uralt und immer noch Das waren die Angelika Meyer, Frau Angelika, Olaf Baumann, Susi Eisenkolb, Katja Brauneis, Christoph Schobesberger und Patricia Fitzgerald. Prima habt ihr das gemacht. Klasse. Alles Schülerinnen und Schüler von Susi Nicoletti und bitte richtet ihr von uns allen einen ganz großen Dank aus. Dank dafür, dass sie nach wie vor so ein großes Herz für den Musical-Nachwuchs hat. Dankeschön auch an euch, Traumfabrikler. Habe ich das gesagt mit Regensburg? Ist doch klar, dass man das sagt, dass man das wissen muss, dass sie aus Regensburg kommt. Und natürlich auch ein Dankeschön an Werner Müller und die WDR Big Band. Und auch ein Dankeschön an unseren Choreografen und meinem Freund Billy Millier, der alles hier so schön poetisch in Szene gesetzt hat. Danke, Billy. Tja, und das war's dann auch schon. Ich habe Ihnen zu Beginn unserer Sendung stellvertretend für alle hier die Frage gestellt, hätten Sie heute Zeit für uns? Und jetzt muss ich mich wieder für alle von Ihnen verabschieden und auf Wiedersehen sagen. Für die Freunde hier ist das allerdings mehr als nur so eine Redewendung. Für sie steht da eine große Hoffnung dahinter, ein ganz großer Wunsch, nämlich, dass es möglichst bald zu einem Wiedersehen zwischen euch und zwischen ihnen zu Hause kommen möge. Denn das heute Abend sollte ja eigentlich nur der Anfang sein. Also, auf Wiedersehen.
Janice. Barbara Dennerlein. Und Walter H.C. Meyer-Pumpe. Gary Lux. Tenement Monsters. Ein guter Jahrgang. Die Gruppe Rocco. Und aus Berlin die Gruppe Widerwillen. Mit IE, ja? Und Stefanie Berger.